vor allem die Philosophie, eben ein positives Klima in der Mannschaft zu haben und Spielerinnen bei uns zu haben, die wirklich wollen. War von Anfang an klar und deutlich kommuniziert, wir werden jetzt in der Kreisklasse starten, aber es geht um den Verein hier, Fortuna Düsseldorf, es geht um das Projekt, was wir hier ins Leben gerufen haben. Wir schreiben jetzt Geschichte und das ist wichtig, das ist auch allen Mädels bekannt und alle im Team brennen darauf, wirklich die nächste Saison so positiv wie möglich zu gestalten. Man kann sagen, das ist eine gestartete Erfolgsgeschichte. Wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, aber insgesamt macht es unheimlich viel Spaß zu sehen, wie sich der Weg der Frauen- und Mädchenabteilung ebnet. Was wir geleistet haben, mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten, allen Verantwortlichen, dem Betreuerteam, dem Trainerteam, den Eltern, die eine riesige Unterstützung geleistet haben im ersten Jahr unseres Bündnisses Mädchen- und Frauenfußball. War auf jeden Fall was ganz anderes. Mit Damen zu spielen ist nochmal was anderes als mit Juniorinnen. Aber bis jetzt hat alles gut geklappt, die Mannschaft ist auch sehr nett. Wir verstehen uns alle sehr gut und ja, ich freue mich auf die kommende Saison. Sehr anspruchsvoll, es macht Spaß, man wird gefordert und ja, man weiß, was man gemacht hat nachher. Ich war jetzt 15 Jahre bei Sportvereine Gerresheim im Kooperationsverein und natürlich was komplett anderes jetzt. Ich bin von einer Familie in die nächste Familie gewechselt und ja, bin gespannt, was auf mich zukommt.